Hallo zusammen, ich hoffe euch geht's gut. Ausnahmsweise von mir nochmal drinnen, weil draußen sind es 1000 Millionen Grad, deshalb auch die Rollladen runter, damit hier keine Hitze reinkommt, obwohl ich schon schwitze vom Nichtstun. Aber eine Zuschauerin von mir, die Tamara, hat eine Tochter, die heißt Vanessa. An der Stelle liebe Grüße, Vanessa. Die wollte dieses Jahr durchstarten in der Gardetanzgruppe und kann wegen dem blöden Corona das leider nicht tun. Und da hat die mich einfach gebeten, hey, ihr hat das erste Garde-Video so gut gefallen, mach doch nochmal eins. Und aufgrund dessen, liebe Vanessa, nur für dich, habe ich mir einen Gardetanz ausgedacht. Den habe ich auf ein richtiges Garde-Medley gemacht und ich möchte den 3 Teile aufteilen. Ich mache heute das erste Stück und in 2 bis 3 Wochen das nächste Stück und dann wieder in 2 bis 3 Wochen das dritte und letzte Stück. Und dann kannst du immer so in 2, 3 Wochen lernen oder dir halt mehr Zeit lassen, musst ja nicht direkt das Video gucken. Ich habe größtenteils einfache Grundschritte gewählt, aber auch 1, 2 Kombischritte drin. Ich kann aufgrund meines Fußes jetzt nicht immer so dieses Päckchen-Tanzen machen wie beim letzten Mal. Ich zeige aber alle Schritte einzeln, langsam, Stück für Stück und tanze einmal komplett durch. Damit du siehst, wie es in schnell aussieht, damit du siehst, wie es in langsam aussieht, Stückchen für Stückchen. Und dann sollte das schon klappen. Und wenn es noch nicht ganz geklappt hat, spule halt einfach immer wieder zurück. Dafür ist es ja gut, dass man das Internet hat. Da klappt das ja. Ich muss sagen, nach meinem ersten Video, also als YouTuber-Neuling, als dann die ersten Daumen runterkamen, dachte ich mir... Aber dann kamen umso mehr Daumen wieder hoch und deshalb dachte ich, ja okay, dann hat es den meisten ja doch gefallen. Ich meine, ich sag nochmal, ich bin kein Profitänzer, ich mache das nur hobbymäßig, aber mit viel Leidenschaft. Und ich meine, es gibt genug Videos, die von Profitänzern gezeigt wurden, die dann die Beine bis zu den Ohren schmeißen. Ich meine, das kann ich auch, aber die dann auch richtig schwere Schrittkombinationen zeigen. Und ich möchte mich einfach an die Leute wenden, die mit dem Tanzen anfangen, die einfach ein bisschen sich fit halten wollen. Ja, oder gucken wollen, ob das was für sie ist. Und in dem Sinne fangen wir einfach an. Viel Spaß damit! Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, zumindest das kleine Stückchen, was wir jetzt schnell gesehen haben. Ich spiele das Video am Schluss nochmal ab, dass ihr dann üben könnt. Bin ja schlau, ne? Man muss ja nicht 2-mal tanzen. Okay, dann fangen wir jetzt einfach mal an. Mein schlauer Zettel liegt parat, weil ich bin alt, man kann sich nicht alles merken. Wie ihr gehört habt, das Lied ist das Garde-Medley von Chinggis Khan, was ich persönlich sehr gerne mag, weil ist das... zweite Lied war in meiner 2. Gardesession und die Leute haben wirklich auf den Tischen gestanden und das war so ein überwältigendes Erlebnis für mich, dass ich das Lied heute noch richtig gerne mag und deshalb habe ich das halt ausgesucht. Okay, fangen wir an. Es geht ja langsam los, dieses dumm, 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 dumm und das machen wir folgendermaßen hier eingestützt. Ich erinnere nochmal nicht so, sondern schön gerade aufrecht. Wir sind ja Gardemädchen und keine Bauarbeiter. Und dann fangen wir an mit langsamen Marschieren, 1x4 und dann schnell marschieren. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau, das wären die ersten 8. Danach kommt ein ganz einfaches Hacke-Spitze. Also gehüpft, Hacke, Spitze, Hacke, zu. Hacke, Spitze, Hacke, zu. Zusammen oder beziehungsweise schnell und dann zusammen sieht es so aus. Hacke, Spitze, Hacke, zu. Hacke, Spitze, Hacke, zu.
Und zusammen sieht das so aus. Langsam, langsam, schnell, 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 schnell. Hacke, Spitze, Hacke zu, Hacke, Spitze, Hacke zu. Gut, das wäre der Anfang. Als nächsten Schritt kommt der sogenannte Grundschritt, aber der tiefe Grundschritt. Den hatten wir im letzten Video schon. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Der geht so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also man fängt an mit 1 hier und dann hüpft man eigentlich immer nur auf den anderen Fuß. Dann geht man wieder tief, hüpft auf den anderen Fuß, tief, hüpft auf den anderen Fuß und bei. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann kommt der Übersetzer. Das ist ein einfacher Winkel, also auch einer der Grundschritte bei Garde, nur mit Übersetzen eben. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schnell sieht der so aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Danach kommt so ein komisches Musikgedudel. Da macht man einen Salutierschritt, habe ich ihn genannt. Man geht, ich gehe mal ein bisschen zur Seite, man geht einfach raus, also einfach einen Schritt zur Seite gehen und auf das Bein lehnen und macht dabei die Hand so. Also es sieht folgendermaßen aus. So, genau. Weil das jetzt leider nur vier waren, habe ich einfach noch einen Armkreis dran gesetzt. Also zusammen sieht das so aus. Zur Seite, Armkreis. Genau. Das war so das Anfangsgeplänkel. Jetzt wird es etwas fetziger, sag ich mal so. Und zwar geht das folgendermaßen. Erst zwei Winkel und dann zwei Beinschmeiß. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und weil das nächste direkt darauf folgt, das ist ein bisschen blöd von der Musik und noch ein bisschen schwierig. Also jetzt kommt das erste Schwierige. Bleibt dran. Geht das so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und man macht nicht zu, sondern setzt direkt an zu so einem Übersetzer, Überkreuz, wie man noch immer nennt. Aber dann kommt auch Überkreuz. Ich mache das mal schnell. Und wie ihr vielleicht auch gesehen habt, also ihr kommt ja runter und setzt direkt an und landet ja so, nachdem wieder zurückkommen. Und es geht ja dann direkt weiter mit Aufkreuz auf zu. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr zurückkommt, nochmal einen Zwischenhüpfer machen. Also ihr kommt zurück. Wisst ihr, wie ich meine? Also ihr kommt zurück, hüpf zu. Das gleiche machen wir dann mit der anderen Seite. Also links, rechts, direkt rum, hüpf. Also einmal mit rechts, einmal mit links. Ich tanze jetzt mal dieses komplette Päckchen. Passt dabei nochmal genau auf die Füße auf. Wie gesagt, da sind diese zwei bisschen schwierigen Stellen drin. Ihr hört, ich bin schon wieder tierisch außer Atem. Das liegt nicht nur an der Hitze. Aber gut. Jetzt wird es erstmal wieder kurz ein bisschen einfacher. Und zwar kommt jetzt die Christine, so nennen wir sie. Wie ihr die nennt, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall geht die so. Man macht 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann dreht man den Arm 7, 8. Und dabei machen die Beine 1, 2, 3, 4, 6, ne Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also beim letzten Mal drehen die Beine mit. Ich mache es nochmal vor. Also dreimal so. Und beim dritten Mal machen die Beine, ich mache es nochmal vor. Also dreimal so, einmal so, einmal so und dabei drehen die Arme, während du so machst. Genau, das ist ein Schritt, da habe ich auch eine Weile dran gesessen.
Aber im Grunde ist er ganz schön und ganz einfach, wenn man ihn kann. Genau. Jetzt noch ein relativ einfacher Lückenfüllerschritt. Muss ein bisschen zur Luft kommen. Und zwar machen die Füße. Ich gehe mal ein bisschen zurück, damit man das sieht. Hinten rüberziehen. Vorne Hacke. Stampf, Stampf. Also 1, 2, 3, 4. Stampf, Stampf. Und dabei machen die Arme 1, also der Fuß ist hinten, die Hände sind unten. Der Fuß geht hoch, die Arme gehen hoch. Die Arme gehen hoch, der Fuß geht wieder so nach vorne. Und dann einfach Stampf, Stampf. Also zusammen sieht das so aus. So, als nächstes kommt der hohe Grundschritt. Eben haben wir angefangen mit 1, 2. 3 und jetzt der hohe fängt oben an. Ist aber im Grunde der gleiche Ablauf. Also fängt er an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also statt so fangen wir an. So. Ist ein bisschen komisch, aber im Grunde ist es der gleiche Schritt. Also. Genau. Dann kommt noch eine Klappe, die geht ganz einfach, der Fuß macht 1, 2, 3, 4, je nachdem wie gelenkig ihr sein könnt, könnt ihr auch einfach hier ruhig ans Knie stoßen, ist aber auch nicht schlimm, wenn ihr einfach so macht und die Arme, während das Bein knickt, knicken die Arme auch, also die machen 1, 2, 3, 4, zusammen sieht das so aus, 1, 2, 3, 4. Und in schnell. Genau. Das haben wir. Danach kommt noch ein Vierer. Ich schwitze. Da machen wir nochmal einen Stampf, Stampf. Also das ist auch speziell auf die Musik. Das hört man, dann geht es dumm, dumm. Da machen wir auch dumm, dumm. Oder rechts, links, wie ihr möchtet, wie es für euch einfacher ist. Genau. Jetzt kommt der Juleschritt. Der heißt so, also wir haben ja dieses Jahr auch im Tanz, deshalb, weil ich bei einem Tutorial, so einem Garde-Tutorial im Internet, diesen Schritt gefunden habe und wir haben den so ein bisschen abgewandelt, dass er nicht so schwer ist. Deshalb, wir benennen den immer nach den Leuten, die den gefunden haben oder sich ausgedacht haben. Und jetzt habe ich auch endlich einen und mir gefällt er auch richtig gut. Ist halt, wie gesagt, der erste Kombischritt, der ist ein bisschen schwieriger, aber wenn man ihn einmal drin hat, ist er eigentlich ganz schön. Und ich zeige euch jetzt erstmal die Füße und da macht man 1, 2, da ist wichtig, dass es beides mal auf der Spitze ist, also 1, 2, dann springt man nach hinten, 3, ich zeige das nochmal von der Seite, also auch auf die Spitze, also 1, 2, 3, 4, da ist jetzt die Hacke, nochmal zusammen, 1, 2, 3, 4. Und dann kommt jetzt ein Seittritt dazu. 5. Dann geht das auch richtig auf den Boden. 6. 7. 8. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Arme sind eigentlich ganz einfach. Die sind einfacher wie die Beine. Die machen 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 1, 2. Also zusammen und überkreuzt die Beine. Gehen auseinander und das Bein geht auseinander. Dann machst du 3, 4. Also 1, 2, 3, 4. 5. Bleiben die Arme hier eingestützt. 6. 7, 8. So, nochmal langsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt nochmal schneller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt nochmal ganz schnell. Genau.
Genau, das war jetzt auch schon der schwerste Schritt des Tanzes, ich kann beruhigen. Jetzt laufen wir einen Achter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, in schön natürlich. Und die ersten vier laufen wir eingestützt und die letzten vier, also 4 bis 8, machen wir einfach einen Armkreis nach vorne. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das dürfte klappen. Als nächstes kommt der Mischschritt. Der ist auch ganz einfach, deshalb mache ich die Arme direkt mit. Bein geht hoch, Arm geht hoch, gleiche Seite. 1, 2, 3, 4. Jetzt fangen die Beine und die Arme an zu wischen. Also die Beine machen dann 5, 6, 7, 8. Und die Arme machen 5, 6, 7, 8. Also 1, 2, 3, 4. Wischen. 5, 6, 7, 8. Bisschen schneller. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Das Ganze jetzt nochmal schnell. 5, 6, 7, 8. Genau. Ich habe immer die Angewohnheit, wenn ich eingeklatscht habe und fertig getanzt, dass ich dann so rumschleudere. Aber nicht beim Tanz, nicht beim Auftritt natürlich. Genau, danach kommt ein Übersetzer, wie wir ihn eben schon gemacht haben. Nur nicht, dass wir wieder zurückgehen, sondern ein Übersetzer ziehen. Also wir übersetzen, wie eben, und ziehen dann zur Seite weg. Also wir machen, da tippe ich immer kurz, tipp, rüber. Und schnell sieht das so aus. Genau, also wie gesagt, einfach übersetzen, Tipp, rüberziehen. Ich mache den dann auch so ein bisschen nach außen, also nicht auf den Boden lassen, sondern so nach außen ziehen. Genau. Dann kommt der Funky Funky, warum der so heißt. Man fühlt sich wahrscheinlich funky. Der geht ganz einfach. 1, 2, 3, 4. Also das Bein ist so ein bisschen schief und die Arme machen einfach so mit. Natürlich nicht wie so ein Bauer oder Schwabbel-Schwabbel, sondern schön gerade. Also 1, 2, 3, 4. Und jetzt macht der Arm einen Kreis und das Bein geht nach hinten mit dem Armkreis raus. Also 5, 6, 7, 8. Und weil das so schön ist, machen wir das auf der anderen Seite nochmal. Also zuerst mit links. 1, 2, 3, 4. Achtet hier auf die schönen Füße und nicht so. Dann 5, 6. 7, 8. In schnell sieht das so aus. Genau. Dann als nächstes kommt der Doppelhoppel. Der sieht auch kompliziert aus, aber finde ich mega schön. Aber er ist Puppen einfach. 1, 2 und 5, 6 machen das gleiche. Also man macht Wisch, Wisch. Und 5, 6 ist auch Wisch, Wisch. Und dazwischen kommt ein Hoppel. Also Wisch, Wisch, Hoppel, Wisch, Wisch, Aufzug. Also nochmal. Wisch, Wisch, Hoppel, Wisch, Wisch, Aufzug. Das jetzt was schneller. 5, 6, 7, 8. Wisch, Wisch, Hoppel, Wisch, Wisch, Aufzug. Das war schon fast Originalgeschwindigkeit. Dann jetzt noch einmal schnell. 5, 6, 7, 8. Wunderbar. Jetzt kommt ein Grundschritt, aber diesmal nur 4, den hatten wir eben schon. 1, 2, 3, 4. Und dann noch ein Sprung. Also man macht 1, springt dann zusammen und kreuzt so die Beine voreinander und macht so. Das war's schon alles, also genau. Also jetzt am Schluss nochmal dieses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das war der Schluss vom ersten Teil. Ich hoffe, ihr seid so gut mitgekommen, wie ich hoffe. Aber wenn nicht, könnt ihr immer wieder nochmal vorspulen, wie ich eben schon gesagt habe. Ich hänge jetzt nochmal das Video schnell hinten dran, dass ihr jetzt nochmal üben könnt und gucken könnt.
Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben da. Wenn ihr Kritik habt oder sonst was mir schreiben wollt, wie es euch gefallen hat, wie es euch geht, schreibt es mir in die Kommentare. Kommentiert, was ihr wollt. Ich freue mich über alles und beantworte auch alles. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt viel Spaß nochmal beim schnellen Video.